Was ist das Besondere an der Arbeit als Ärztin bzw. Arzt im sozialmedizinischen Dienst der Deutschen Rentenversicherung? Also die Tätigkeit hier ist keine Abkehr vom Helfen und Heilen. Das, was ich als Arzt immer wollte, nämlich Helfen und Heilen, kann ich in der Tätigkeit genauso gut, mindestens genauso gut. Denn Gesundheit ist ja mehr als nur die Abwesenheit von Krankheit. Es ist das völlige, nach Definition der Weltgesundheitsorganisation, physische, psychische und soziale Wohlbefinden. Und gerade das soziale Wohlbefinden ist, um wirklich einem Menschen nachhaltig zu helfen, ebenso wichtig. Und das ist den Part, den wir hier als Ärzte in der sozialen Versicherung, damit in der Rentenversicherung dann natürlich auch wahrnehmen müssen. Und was genau macht hier eine Ärztin bzw. ein Arzt? Der sozialmedizinisch tätige Arzt in der Deutschen Rentenversicherung ist als Prüf- und oder Gutachterarzt tätig. Gutachterärztliche Tätigkeiten, das kennen wir ja aus Klinik und Praxis. Patient wird einbestellt, wird untersucht, dann die Befunde abgewogen mit Vorbefunden und dann ein klares Votum abgegeben. Die prüfärztliche Tätigkeit basiert primär auf einer Akte. Aber hinter dieser Akte steht natürlich auch ein Mensch. Der hat einen Antrag gestellt auf eine Leistung, Reha, Erwerbsminderungsrente. Und das muss anhand der vorliegenden Befunde, eventuell auch angeforderten Gutachten berücksichtigt und abgewogen werden. Und dann anhand der Defizite und der Ressourcen eine klare Votierung vorgenommen werden. Für die Gutachten verschaffen Sie sich als Ärztin und Arzt im sozialmedizinischen Dienst jeweils ein Gesamtbild über den Patienten. Dazu tauschen Sie sich interdisziplinär mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Fachrichtungen aus. Ja, wir können uns hier auf unsere Kollegen verlassen. Wir bilden gemeinsam ein Netzwerk in der Sozialmedizin. Wir haben verschiedene Fachrichtungen, die wir befragen können und geben natürlich auch gerne den Kollegen Auskunft aus der eigenen Fachrichtung. Und so unterstützen wir uns gegenseitig in der Begutachtung und können uns auch gegenseitig ergänzen. Ihnen stehen modernste Einrichtungen zur Verfügung und Sie werden kontinuierlich geschult. Sie können hier auf ein breites Fort- und Weiterbildungsangebot zugreifen, um Gutachten auf dem jeweils medizinisch aktuellsten Stand erstellen zu können. Und was bringt es Ihnen ganz persönlich, als Arzt oder Ärztin im sozialmedizinischen Dienst der Deutschen Rentenversicherung tätig zu sein? Ein ganz wichtiger Aspekt ist die flexible Arbeitszeit, also ohne Bereitschafts- und Nachtdienste, was ein Riesenstück an Lebensqualität für mich bedeutet. Und auch die Gleitzeitregelung und auch eben, dass man die Möglichkeit hat, Teilzeit zu arbeiten. Man kann so sehr gut das Berufsleben und das Privatleben in Einklang bringen. Und das nutzen und schätzen auch viele männliche Kollegen bei uns. Das ist richtig. Die nun mehr verfügbare Zeit nutze ich natürlich gerne, um sie mit meiner Familie oder halt auch mit den Kindern natürlich zu verbringen. Ich mache außerdem auch sehr gerne Sport, wie zum Beispiel Joggen. Möchten auch Sie eine verantwortungsvolle Aufgabe für unsere Solidargemeinschaft übernehmen und für sich selbst Privat- und Berufsleben besser vereinbaren können? Informieren Sie sich über unsere Stellenangebote im sozialmedizinischen Dienst der Deutschen Rentenversicherung. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.